Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Miss Survival mit Voucher, mit unserem Nameless. Ein neuer Tag, neues Glück, meine Lieben. Ich hole euch gerade hier an der Schmiede ab. Ich muss tatsächlich noch Zahnräder herstellen. Wir haben festgestellt, der Wagenheber braucht 3 Zahnräder. Ist natürlich jetzt nicht ganz billig, denn wir brauchen tatsächlich 4 Barren. Die 4 haben wir von gestern. Hauen wir schon mal ein Zahnrad durch. Wir brauchen jetzt noch 8 weitere Barren. Und noch Material. Wir müssen also kurz zur Tanke hoch looten gehen. So, 2 weitere Zahnräder gebraucht. 8 Barren gebraucht. Hier habe ich eingelagert. Einer. 3. Da mache ich das jetzt einfach mal so. Dann weiß ich nämlich auch, ob die nach und nach. Jetzt hätten wir dann 2, 4, 6 Barren. Ich schmelze die schon mal durch. Mehr Material habe ich nicht. 6 Barren. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich nochmal einen Schmelzvorgang. Das heißt, wir gehen kurz nach oben, Leute. Das Auto muss jetzt liegen bleiben. Ich hole den Spind mit Materialien von der Tanke. Es sei denn, ich finde irgendwo geschwind ein Auto, das ich zerschrotten kann. Ich meine, dass wir sogar eins vor der Türe hatten. Ich muss noch ein bisschen was schmelzen. Da hinten steht eins. Das machen wir kurz nieder. Dann haben wir die Zahnräder. Und dann sollten wir eigentlich unseren Wagenheber bauen können. Ich kann es natürlich nicht beschleunigen, ne? Aber den hier, den kann ich zum Beispiel platt machen. Ich glaube, auf der 2 war mal Exle. Und? Das ist keiner, oder was? Das ist der einzige, den kann ich nicht auseinandernehmen. Schade, Marmelade. Muss ich ja halt doch hoch. Ich glaube, oben ist noch genug Matze, ohne dass ich jetzt hier meine Blutung riskieren muss. Ansonsten, hier ist alles klar soweit. Ersatzteiltechnisch. Ich gucke nochmal rein. Hier habe ich schon vorbereitet, wie ihr seht, die Materialien. Weil wir brauchen einen Autoreifen. Den haben wir hier. Wir brauchen 3 Zahnräder. Eins habe ich hier. Und wir brauchen 5 von den Dingern und 10 davon. Also 8 von denen muss ich noch finden und ein Zahnrad wird uns noch fehlen, beziehungsweise 2 Barren. Dann ist das soweit okay. Würde ich sagen, das passt. Hier habe ich tatsächlich auch noch mal ein bisschen Platz. Schwuppe ich mal kurz noch ein paar Sachen rüber. Und dann gehen wir kurz hoch und holen unseren Loot. Stopp. Die Seile kannst du hier drauf packen. Sehr gut. Trinken nimmst du mit. Was war denn das hier? Crafting Material. Das würde ich aber, das schmeiße ich mal hier raus. Dann liegt das nämlich jetzt hier rum. Sticks habe ich, glaube ich, auch mittlerweile irgendwo eingeräumt. Vielleicht können wir die dazu packen. Hier. Ist das erledigt? Alles klar. Essen und Trinken brauchen wir uns jetzt erstmal nicht scheren. Komm, wir holen die Mats, Leute, sonst geht es nämlich hier nicht weiter. Was bist du jetzt umgeflogen? Lalali und lalala. Habe ich den Eimer dabei? Yes, den habe ich dabei. Dann können wir schon mal auf dem Hinweg ein bisschen Wasser einfüllen in unser Schmutzwasserfass. Und auf dem Rückweg machen wir dann den Rest. Dann verteilt sich's auch schön. So, es müsste hier irgendwo abgestellt sein, ne? Moment mal. Hier war dieses Claim-Geschichtle. Ich habe immer noch nicht hundertprozentig raus, wann ich hier links und rechts muss. Spätestens aber zum Ende der Staffel weiß ich's. So, ich glaube, ich bin jetzt richtig, ne? Lalali. Da müsste da oben die Hütte kommen. Ah, ist doch ein Stück Weg, bis man da oben ist. So, schmelzvorgangstechnisch. Ja, muss ich Mats holen? Ja, machen wir ja jetzt. Ein gemütlicher Schritt. Kaum hast du das Auto, bist du es auch schon gewöhnt, ne? Kommt mir jetzt schon alles voll lang vor. Da kann ich auseinanderbauen. Guck mal. Dann hole ich mir den eben. Ja, passt. Brauchen wir. Stopp, das ist ein ganz normaler Lootbarer. Guck mal, Benzin. Benzin? Fill the can. Nehmen wir natürlich mit. Heute kriegen wir bestimmt einen Mist. Ich fühle es. Ich fühle es. Da stehen aber welche. Jetzt komm schon, lass mich nicht hängen. Halt. Die Sachen nehme ich immer mit, ne? Ich habe das noch so, als es noch wenig von dem Zeugs gab, als du fast nur nichts gefunden hast. Das sitzt so drin noch irgendwie. Ersatzzündkerze schadet nicht. Benzin war keines drin. Loot auch nicht. Haben wir wahrscheinlich schon rausgeholt. Hier sind Stein. Hier ist ein Stick. Nehme ich alles mit. Ich will auch wieder einen Bogen bauen. Auch wenn der vielleicht nicht die Idealwaffe ist. Bogen fand ich cool zum Schluss. So, sonst irgendwas da? Ey, guck mal. Habe ich hier tatsächlich noch nicht geschaut, oder was? Den kann ich nicht nehmen, aber die Kiste kann ich nehmen. Ich glaube, das habe ich einfach noch übersehen bis jetzt, ne? Dann nimm das mit. Stell den mal hier so ein bisschen präsent hin. Habe ich übersehen. Den kann ich jetzt aber endlich looten, Leute. Wir brauchen halt jetzt Material. Boah, sobald er mit der Axt schwingt. So, stopp. Es dauert halt eine Weile, bis deine Verwundung weg ist, wenn du dich nicht verbindest und fährst, ne?
So, muss ich mal ab und zu ein bisschen warten. In der Zeit loopen wir hier schon mal die Sachen rein. Da ist unsere Box. Weißt du was? Ich mache jetzt hier eine Rohstoffmaterialbox draus mit Sticks, Stein und Blättern. Sodele. Wir sind wieder da. Boop. Und wieder ein bisschen abklingen lassen erst. Den könnte ich dann auch noch. Scheißhäusle war nichts drin. Und lag hier noch irgendwas rum? Moment, ich schlag nochmal drauf. Feder ist gut für Pfeile. Passt. Mehr als drei Schläge mache ich nicht. Irgendwann übertreibst du es und dann hängst du da rum. Ich glaube, hier steckt immer ein Messer drin, das ich schon mit habe. Hier haben wir alles, Leute. Die Location ist sauber. Jetzt nehme ich halt noch tatsächlich hier das Auto mit. Tanke hoch. Spind geholt. Stopp. Nicht mehr als vier. So, am See haben wir auch schon das Fass, ne? Müssen wir gleich füllen. Guck mal, wie schnell das nachtropft hier. Das war früher nicht, deswegen sammle ich das immer ein, ne? Sehr, sehr geil. So, guck mal, einen großen Stick. Hier haben wir noch Blätter. Gerade die Blätter erinnere ich mich. So, und die Feder mache ich auch rüber. Mehr oder weniger die Bodenfundkiste, würde ich sagen. So, Leute, jetzt haben wir es aber gleich. Abklingen lassen. 3, 2, 1. Abklingen lassen. Daraus habe ich euch überhaupt zugeschaltet. Ja, ihr seid da, ne? So, Leute, die letzten zwei Schläge. Letzter Schlag. Sehr gut. Boah, ist das alles, was drin war? Auto. Ich brauche viel mehr noch. Das war jetzt nicht wirklich viel, gell? Egal. So, ich hole dich dann später mit dem Bock ab. Gut. Weiter geht's. Einmal rum. Ich lade. Guck mal, du kannst hier dich totlooten. So viel Zeug gibt es mittlerweile auf dem Boden. Jo, dann jump mal kurz zur Tankstelle hoch. Ist da oben der Bär? Oh, da läuft der Bär, Leute. Ist aber interessant zu wissen, dass der da oben rumhechtet. Was auch interessant ist, ich dachte, dass mein Auto hier liegt. Ich bin schon wieder falsch gegangen, gell? Ah, da darfst du jetzt nicht lang. Der macht dich platt. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Wo war denn? Wenn das der See ist, der schöne, war der andere noch weiter hinten, ne? Auch interessant zu wissen, dass der hier rumläuft. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich sehe auch überall Bärenschilder. Vielleicht haben die random Spawnpunkte jetzt. Das wird es ein bisschen spannender, ne? So. Ich nehme an, ich muss hier hoch. Schauen wir gleich mal, ob ich richtig liege. Wenn nicht, orientiere ich mich von der Tanke aus nochmal frisch. Langsam, langsam. Guck hier immer schön rum. Da haben wir auch nochmal eine kleine Mini-Location. Die loote ich jetzt auch noch kurz. Ach Gott, ein Starter-Shelter. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Die Box kann man nicht nehmen vom Starter-Shelter. Guck mal, was halt hier mal geschwind rumliegt, ne? So, dass du auf jeden Fall einen Anfang hast. Sehr geil. Machen wir es auseinander, oder? Wir bauen alle ab. Gibt es eine Rucksackerweiterung hier? Da habe ich die schon geholt. Ich glaube, die habe ich schon geholt. So, kurz abklingen lassen wieder. Da liegt der Rucksack, ich habe ihn gesehen. Selten genug, dass ich es direkt sehe, ne? Herrlich, herrlich. Lootglück, meine Lieben. Lootglück. Das, guck mal. Ja, noch drei Plätze, dann haben wir es tatsächlich schon frei, das komplette Ding. Wahnsinn, das ging voll schnell. Damals war das ja eine richtige Tour, die man machen musste für die Rucksäcke. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich die Tankstelle finde ich, nur ob ich mein Auto nochmal gleich wieder finde. Das wird die Frage sein heute. So, kurz nochmal orientieren. Lass mich mal da noch kurz vorbeigucken. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Auf einmal hat es hier einen Haufen Hütten. Super interessant. Hier sieht es aus, als wären wir schon mal gewesen. Lass es jetzt liegen auf dem Boden. Nimm nur die guten Sachen mit jetzt. Zum Beispiel. Die Kisten nicht auf dem Wohnwagen. Gucke ich gleich. Hier ist noch eine Coke. Das ist alles Bodenzeug. Die nehmen wir mit. Die können wir schmelzen, falls wir sie brauchen. Nochmal ein Rucksack, Leute. Guck mal. Das war's, ne? Noch ein Inventarplatz. Ja, super. Das ging ja fluggig, oder? So schnell habe ich noch nie das Zeug zusammen gehabt.
Okay, Orientation ist vorbei. Jetzt wird es Zeit, dass ich den Weg finde hier raus aus dem Dschungel. Das könnten die Nachbarn. Ja, muss ich aufpassen. Ich weiß jetzt aber, wo ich bin. Hier sind NPCs. Nee, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich dachte, das Ding wäre das, was am Straßenrand gelegen ist. Jetzt muss ich gucken, Leute. Es ist auf jeden Fall viel, viel mehr als früher, was man findet. Doch, hier ist die Hauptstraße. Da habe ich es doch richtig gesehen, ne? Hier ist das Motel. Hier sind die Typen. In die Richtung geht's zur Tankstelle. Also gut, gehen wir zur Tanke, Leute. Holen wir uns ein bisschen Loot, dann machen wir die Zahnräder. Schöne Geschichte. Ein Rucksackplatz fehlt mir noch, dann habe ich sie alle. Hier bin ich doch vom Bär weggerannt, die Tage, ne? Und wo war denn der? Ich bin hier im Motel rumgelaufen, dann habe ich meine blöden Sprüchlinge gemacht. Und ich glaube, der war hinter der Mauer. Oder war der war bei der Tanke drüben oder hier hinter der Mauer? Ich laufe mal auf der Mitte hier. Da war der, gell? Wegen dem habe ich den Blutungsschaden schon seit 100 Jahren. Mal kurz hier reingeguckt. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Kurzer Moment mal. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir das so machen. Dann fülle ich hier schon mal so ein paar Sachen auch ein. Dann habe ich noch ein bisschen Platz. Holen wir uns noch kurz aus der Tanke was raus. Irgendwann muss ich das ja eh leer machen. Wasserflasche würde ich mitnehmen. Ersatzschuhe würde ich mitnehmen. Die Bretter. Hier ist das Ding. Sehr geil. Ja, komm, dann räume ich jetzt das alles aus hier. Oh, ist das schön. Jetzt haben wir so viel Platz hier. Yesle, das sind noch mehr Bretter. Und ich nehme mal so Dösle noch mit. Okay, Leute. Dann versuchen wir jetzt heil zum See zu kommen. Kann eigentlich nur schief gehen, wenn der Bär mir ins Gesicht lupft. So, meine Lieben. Zumindest, also es ist nicht alles hundertprozentig in dem Plan, in dem ich es mir so wünsche, aber mit so ein paar hakligen Momenten kommen wir trotzdem genau da raus, wo ich es mir vorgestellt habe. Jetzt gehen wir am See vorbei, dann würde ich kurz das Wasserfass schon mal schöpfen, dann bringen wir den Spind heim, hauen die Zahnräder durch, während das Zeug durchschmilzt, werde ich dann den Wasserbehälter heimschleifen. Muss ich nur gucken, dass ich da nicht durcheinander komme. Hier ist auch nochmal Fass. Ja, müssen wir alles nochmal abgrasen, gemütlich. So, hier sind wir mit dem Auto, glaube ich, auch entlang gefahren. Da vorne kam dann der See und da müsste der Bock auch stehen normalerweise. Da haben wir noch das Kistchen. War da eigentlich was Wichtiges drin? Ne, die war leer. Dann kann ich die auch irgendwann später mit dem Pickup holen. So, Leute, hier durch, oder? War da nicht an dem See das Auto gelegen? Ja, da vorne steht's Fass. La 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 na na, la la na 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 na. Sehr schöne Geschichte. Also, wenn wir zumindest jetzt ziemlich früh schon einen Haken an alles dran kriegen. So, Spind hier. Ja. Lass die Feder liegen. Du musst dir die mal alles in die Hand nehmen, Alter. Wo ist die flachste Stelle hier vorne? Stell das Fass hier hin. Geh an den See. Nimm das Eimerchen. Kann ich den auch hier? Nee, kann ich nicht. So, Eimer. Fill up. Fill the bottle. Ne, fill up. Und hier. Da wäre jetzt geil, wenn wir es direkt irgendwie machen könnten, ne? Ach, das ist ja auch bedauerlich. Wie sieht's denn aus? Wir haben eh Durst. Ich trinke mal einen Schluck. Ich muss jetzt praktisch. Ist es wirklich so? Ich muss gucken, Leute. Pass mal auf. Gif. Warte, ich muss erst wieder rausfinden, wie das ging. Mit 1 packe ich ihn weg. Und jetzt kann ich hier so malen. Ist ein bisschen umständlich, finde ich, ne? So. Mit 1. Fill up. Ich mach mal Licht an. Jesus, Brü. So, dann wieder mit 1 wegpacken. Zack. Zack. Machen wir einmal zusammen. In Zukunft hole ich das Wasser offscreen geschwind, ne? So haben wir ja schon mal dann so gemacht, glaube ich. Sehe ich jetzt, wie viel das ist? 20 Liter sind drin, 100 kann ich. Das Coole ist halt, dass unser Nameless tatsächlich auch 100 Liter tragen kann. Dass er sich da also nicht die Blöße gibt, ne? So, zack. Machen wir einmal zusammen heute, egal, dass es ein bisschen länger dauert. Dann haben wir das jetzt durch, dann ist es erledigt. Bisschen rational, weißt du?
So, mit der 1 wieder weg. Zack, auf E. Die Geschichte wieder hier. Bam. Und schon nochmal 40 Liter Schmutzwasser. Dann bauen wir uns also so schnell wie möglich die Destillerie bzw. diesen Wasseraufbereiter. Destillerie sollten wir aber auch bauen, ne? Wir sollten alles bauen. Ich will jedes Tool. Außer Elektrizität bin ich mir dieses Mal nicht sicher. Das war tatsächlich ja so, dass du sie am Schluss gar nicht benutzt hast, weil das so teuer war, ne? Obwohl. Naja, wir gucken einfach mal, wie es ausgeht, Leute. Ich fand halt das mit der Elektrizität schon gut. Was ich lustig finde, dass sie Batterien ins Spiel gemacht haben, aber dieses Flashlight, das man hier hat, nichts kostet, ne? So. Und noch einmal unsauberes Wasser. Zack, mit E. Das Wasser rüber. Ist eigentlich ein Vorgang, den machst du einmal und dann hast du echt unheimlich lange was zum Trinken, ne? 70 Liter haben wir jetzt schon, Leute. Hier käme dann der 80. Liter. Muss halt immer wegpacken. Zack, rüber. Bams, bams. Und ein letzter Schöpfer. Zusammen gemeistert. So muss das sein, so liebe ich das. Aufgefüllt, weggepackt, mit E rein. Und jetzt kann ich auch den Eimer da drin lassen. Dann finde ich den wieder, ne? Ah nee, du musst nochmal. Passen ja 100 Liter rein, hast dich verrechnet. Boop. Boop. Stopp. Wegpacken. Zack. Jetzt aber. Jetzt haben wir es, Leute. Jetzt überlege ich gerade. Das Thema ist klar. Problem ist, ich kann immer nur eins tragen, ne? Ich könnte natürlich jetzt so machen, dann hätte ich das Zeug ziemlich schnell zu Hause, ne? Soll man das so machen? Aber da renne ich lieber zweimal. Das ist mal ein bisschen zu umständlich, das jetzt jedes Mal hier so. Nee, jetzt machen wir auf zweimal, Leute. Zumal wir ja auch den Auto, den Wagenheber wieder bauen. Dann passt es schon, ne? So, flitzen wir mal ganz kurz zur Schmiede. Zur Schmiede möchte ich gehen. So. Und dann haben wir Wasser im Griff. Dann würde ich halt mich morgen um das Thema Bär kümmern. Sprich, Ledertrockner aufbauen. Und für die Fleischspießchen das Ding aufbauen. Und dann gehen wir uns einen Bär schnappen. So, Leute. Södele. Von hier aus laufen wir nachher die Abkürzung, dann sind wir auch gleich zu Hause, ne? Jetzt muss ich mal gucken, wie viel haben wir denn schon von dem Zeug? Also zunächst würde ich sagen, brauchst du ja hier auch ziemlich schnell deinen Platz. Hier ist alles voll soweit. Die können eventuell darüber, passt. Wir haben eine Batterie gefunden, die kann eventuell da drauf. Ne, geht nicht. Und wir hatten, glaube ich, auch Federn in der Kuh. Machen wir das weg. Brauche ein bisschen Platz wegen den Stacks gleich, ne? Ja, iss, mein Freund, und trink. So. Dann hole ich jetzt hier, den habe ich raus. Dann holen wir den rüber, machen hier Half. Und dann brauchst du die Barren hier. 2, 4. Gehen da immer nur zwei aufeinander? Ist das so? Wusste ich gar nicht. Da gehen doch mehr aufeinander, oder? Siehst du? Dann hat er nur ein Problem, die direkt drauf zu ziehen. Hier machen wir die nächsten 4. Und dann machen wir hier nochmal Split. Half. So, und dann damit ich gleich welche rausziehen kann. Halt, falsches Tool. Okay. Jetzt geht's schon los mit 1000 Sachen gleichzeitig, die man so im Kopf hat. Meld, meld, meld. Einmal kurz hier rüber. Ein Zahnrad. Eins. Wie viel brauchen wir? 3 Stück, glaube ich, gell? Boah, ist natürlich teuer. Das ist natürlich teuer. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 6 Barren. 2 haben wir, ne? So, das läuft aber. Dann können wir Folgendes machen. Ich hole das Wasserfass schon mal bis hierher. In der Zeit kann das durchschmelzen. Und dann ist erledigt, ne? Ja, so machen wir das. Dann haben wir alles an Ort und Stelle. Lumli, wie viel Uhr haben wir? 10:26 Uhr. Bald ist auch meine Wunde geheilt. Ich sollte vielleicht einfach mal schauen. Ich habe bestimmt 2 Flaschen Alkohol irgendwo, dass ich uns endlich mal die Wunde schließe. So, hier ist die Schmiede. Ist das weiteste Stück, der vordere See ist am weitesten weg, ne? Ja, aber dann haben wir jetzt alles zusammen. Vielleicht kriegen wir heute noch die Dings aufgebaut, den Wasseraufbereiter. Das wäre echt cool. So, der Eimer ist hier drin, richtig? Richtig. Der ist an Ort und Stelle. Brauche ich noch mal einen Eimer dann eigentlich? Machen wir das Licht hier aus.
Ich finde es cool, dass wir jetzt hier soweit schon versorgt sind. Ich habe so Bock, Leute, auf einen Hühnerstall. Ich überlege, ob ich den hier hinbaue. Aber eigentlich hätte ich das Gegagger gerne bei uns zu Hause. Also Hühner müssen wir auf jeden Fall holen, ne? Halt. Bring's doch gleich nach Hause. Bring's doch gleich nach Hause, während es da schmilzt. Wagenheber ist eh die. Hä, pass mal auf, wir kümmern uns gleich mal um die Wasserversorgung jetzt. Können wir nämlich locker machen jetzt hier. Ist ja ein Thema, das unabhängig davon ist, was ich an der Schmelze gerade mache, ne? Kurz hier hochkopft. Hängt da noch ein bisschen fest. Nochmal auf R. Als hast du das falsch gedreht. So, Leute. Dann würde ich sagen, dass wir das ein bisschen voneinander abgetrennt haben. Rechts schmutzig Wasser. Links kommt dann das saubere rein. Und was kostet mich denn jetzt dieses Destillerieteil? Los, mir mal schauen, was es kostet. Die weiß es nicht. Water Barrel, Water Purifier. Ich brauche noch einen Eimer. Steine ist kein Problem. Die Dinger haben wir im Spind. Vier Holzschalt. Vier Holzschalt. Pass auf. Vier Holzschalt. Die machen wir uns gleich. Craft yourself. Oh, das ist. Da brauche ich noch einen Eimer. Das wusste ich jetzt nicht. Für das Dings. Eimer. Das Zeug muss ich aus dem Spind holen. Ach, ich brauche nur noch zwei Zahnräder. Sehr geil. Eins habe ich hier schon. Sehr, sehr geil. Dann habe ich mehr geschmolzen, als ich brauche, ne? So, meine Lieben. Damit ist das Thema klar. Wir brauchen acht Steine. Ich würde das jetzt gerne hier schon mal hinschmeißen. So, Holzscheit, acht Steine. Die habe ich irgendwo verteilt, glaube ich. Halt, da ist zum Beispiel ein Stein. Auf den drauf haben wir fünf. Hier sind keine Steine. Dann haben wir hier die nächsten vier. Und jetzt bin ich schon wieder happy, dass ich sie eingesammelt habe. So, die würde ich jetzt auch hier rausschmeißen. Geht es, dass es dann acht Steine sind? Tatsächlich. Ich lasse lieber drin, nicht, dass da irgendwas schief geht. So. Wunderbärle. Das haben wir. Das haben wir. Sechs von den Dingern und einen Eimer. Das heißt, jetzt geht's zurück. Jetzt geht's zurück zur Schmiede. Ein letztes Zahnrad. War hier Loot? Nee. Ey, dann schaffen wir das heute, freue ich mich. Dann haben wir morgen schon selbstgemachtes Wasser am Start. Sehr cool. Und müssen wir natürlich gucken, dass wir früh die Destille aufbauen, dass der Alkohol auch immer rechtzeitig fertig ist, dass wir einen kleinen Vorrat anlegen können. Für Verbände. Ich will ja einen NPC holen. Und ihr kennt mich. Ich werde gern mal erwischt von denen. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich hoffe natürlich, dass wir alles da haben. So, jetzt müsste es normalerweise so sein, dass wir. Ich muss das kurz so umlagern, sonst muss ich zu viel rausräumen. Die zwei. Es ging doch recht schnell jetzt, ne? So, die sechs. Und die letzten zwei. Habe ich jetzt mehr gemacht, als ich brauche. Ist aber nicht so wild. Dann würde ich die schon mal hier lassen. Zack, eins machen wir. Rest lasse ich hier an den Barren, ne? Die lagere ich jetzt hier ein. So, das ist rausgeflogen. Die Barren lagere ich hier ein. Dann brauche ich das Zahnrad hier. Komm. Zahnrad habe ich. Das wollten wir auch mit heimnehmen. Und jetzt bin ich zufrieden, Leute. Jetzt haben wir sehr viel erreicht. Denn wenn du dir überlegst, dass ja Survival-Aspekt mit das Wichtigste ist, wir brauchen nie wieder für Flüssigkeit looten gehen. Wir brauchen ja die Cola nicht unbedingt. Weil jetzt haben wir das alles in der Selbstversorgung. Sehr, sehr geil. Das ist so richtig das, wie ich es mir vorstelle. Schalandali. Den Spinn schmeiße ich jetzt erstmal hier hin. Den brauchen wir nämlich jetzt gleich für die ganzen Dinge. So, mein Lieber, lass mich mal kurz reingucken. Ich würde kurz die Bretter hier auslagern. Die brauche ich nämlich tatsächlich nicht. Jupp, das da brauchen wir sicherlich um die Sachen, glaube ich, ne? Die esse ich, dann ist das schon mal leer. Das mache ich darüber. So und so und so. Und jetzt bin ich gespannt. Habe ich schon alles drin? Ich glaube es nicht, ne? Der Eimer fehlt noch. Wir brauchen noch einen Eimer. Los, mir nicht zu hängen. Ups. Ein Teil von hier, vier von da. Also wir müssten eigentlich die Chance haben, dass wir uns jetzt die Destille bauen können. Da. Ich sage immer, Destille ist es ja nicht. Ist ja dieser. Ein Metallding fehlt mir noch. Split one. Aufheben. Rein. Rüber. Und scharwüppel. So, wie bauen wir das jetzt schön hin? Ist egal, ich kann es eh umstellen, gell? So, Leute.
Alles klar. 40 Minuten, da kann jetzt natürlich ein Mist uns dazwischen kommen. Was aber auch nicht so tragisch ist. So, interagieren. Wie war denn das jetzt? Needs Material 3? 4 von den Dingern und 4 mal Harz. Ah, richtig, ich erinnere mich. Der funktioniert nicht so wie unser Feuer, ne? Also, wir holen Harz. Haben wir ja genug Bäume, wir leben ja im Wald. So. 1, 2, 3, 4, 5. Pass aber auf der Dings auf, du blutest nämlich immer noch. So, Harzi-Marzi haben wir geholt. Harzipan, Marzipan. Lalali, lalalala. Was fehlte denn jetzt noch? 4 von den Teilen und das haben wir uns auch schon vorbereitet. Ist gar kein Problem. Ich habe gerade den Motor unten gesehen und habe jetzt überlegt, ob da noch ein Rucksack liegt. Einen brauchen wir noch, ne? Dann sind wir durch. So, Leute. Ey, würde ich mal sagen, das läuft hier bei uns, ne? So, das Zahnrad rüber. Und jetzt kann ich hier auch anschmeißen. Muss ich eigentlich zunächst erst das Wasser auffüllen? So 10. Hätte ich 10 Liter mehr mitnehmen können, ne? Hab ich jetzt nicht bedacht. Gibt aber Schlimmeres. Man muss ja nicht immer an alles denken. So, warte mal ganz kurz. Ich muss hier den reinmachen. Na, hier muss ich es einstellen, ne? 10 Liter. Hau ich rüber. Eimer ist leer. Und ich mach's an. So, wir destillieren unsere ersten 10 Liter Wasser, Leute. So muss das sein. Die hau ich dann schon mal rüber. Sobald es durch ist, tausche ich jetzt immer aus. Und wenn der Bottich leer ist, hole ich natürlich neues Wasser für uns ran. So, Leute, haben wir das schon mal geschafft? Da bin ich sehr happy drüber. Unsere Wasseraufbereitung steht. Hier müssen wir natürlich noch weitermachen. Da muss noch dieser Ständer drüber und so weiter. Jetzt geht es aber erstmal um den Wagenheber, damit wir das Auto heute noch heimholen können. Das wäre so das Letzte, was ich heute mache. Und dann geht es morgen hier natürlich weiter. So, ich brauche einen Reifen, habe ich drüben drin, drei Zahnräder habe ich drin, ich habe die fünf Dinger, 10 Metallteile, die müssten jetzt noch hier sein. Wir haben echt alles. Wir haben echt alles. So, das mache ich hier, das mache ich hier, das mache ich hier. Die kommen rüber, weil ich bestimmt gleich ein bisschen Platz brauche. Wie viel lief's? Alter, ist ja geil, dass die alle übereinander snappen. So, machen wir das mal kurz so. Die Schuhe ziehe ich mir hier runter. Die Waffe hier. Die Sachen haue ich dann hoch. So, das war's. Wir können Wagenheber bauen. Da freue ich mich aber. Da freue ich mich aber. So, Leute. Dann holen wir den Bock noch heim, oder? So. 1,5 Stunden braucht das Teil. Hoffentlich kommt kein Mist. Wagenheber lassen wir natürlich dann im Auto, ne? Wo ist er, der Gute? Hier. So, komm, Bock holt. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wasseraufbereitung steht. Keine Probleme mehr, was Flüssigkeit angeht. Wir haben die Schmelze voll im Einsatz gehabt. Das finde ich übrigens sehr, sehr cool. Wir haben den Wagenheber gebaut, können jetzt also unser Auto einfach aufheben. Toll, freue ich mich. Hier ist dann die Geschichte und da vorne rechts müsste dann unser Auto liegen. Jetzt geht's ums Essen. Da brauchen wir auf jeden Fall über dem Lagerfeuer noch diesen Grillständer. Wir brauchen den Trockenständer für die Sehnen. Wir brauchen den Ledertrockner. Und dann gehen wir auf die Bärenjagd. Na, wenn wir das alles schön verwaltet haben, machen wir eine Spritztour mit dem Auto, nehmen uns einen leeren Spind mit oder zwei. Und nicht zu viel. Ich lasse den Pickup erstmal frei. Stopp. Wir gehen mit Inventar leer, gehen mal los, neue Spind suchen plus Hühnchen. So, jetzt drehe ich den da erstmal um, den guten alten Bock. Bockomat. Kann ich mit dem 2? Ja. I used to device the car. So. Proceed, 30 Minuten. Kann es schon mal dauern, 30 Minuten, bis man sein Auto umgedreht hat. So, dann nehme ich natürlich die Leuchten wieder mit. Was halt jetzt auch noch geil wäre, wenn ich die mit Batterien betreiben könnte. Muss ich direkt mal probieren, gleich wenn wir daheim sind. So, hier nochmal rüber. So, Dele. Alles klar, ist nie was passiert, oder? Oder wie seht ihr das, Leute? So, nochmal Licht an. Gut, jetzt aber langsam. Sehr langsam nach Möglichkeit. So, auf geht's. Schön, haben wir uns doch gut gerettet. Finde es klasse. Weil den Wagenheber musst du eh bauen und es macht natürlich noch mehr Sinn, wenn man dann sich darauf freut, dass er fertig ist und dass man sein Auto wieder kriegt. Stopp. Ne, da hinten dran. So langsam. Du musst hier nicht so schnell fliegen, fahren. Fliegen ist gut. Stopp. Hier muss ich tatsächlich immer noch gucken. Da ist die Mühle. Die Mühlich. So, wo parken wir hier in Zukunft? Ist eigentlich wurscht, ne?
Direkt vorm Auto, vorm Haus. So, mein Freund, und raus aus der Kiste. Aber Motor hätte es ausmachen sollen. Das war's, Leute. Wir sind da. Die werden natürlich irgendwann schon in Einsatz kommen. Also eine Vollbeleuchtung müssen wir haben. Auch wenn wir sie vielleicht nicht oft anschmeißen. Ne? Ich würde sagen, dass wir den hier dagegen lehnen. So gerade wie möglich. Mit R. So, dann hin. Ganz kleines bisschen rüber. Nochmal ganz kurzes Q. Schwupp. Teil Nummer 1. Ich mag das ja, dass es hier Elektrik gibt in dem Spiel. Auch wenn du die nicht so oft benutzt. So, hier haben wir nämlich den symmetrischsten Balken, den dieses Spiel zu bieten hat. Da haue ich das jetzt schön dagegen, Leute. So. Loslassen. Kurz gucken. Links und rechts passt. Kann ich hier eine Batterie reinklemmen? Turn on. Move. Schade. Aber egal. So, wir haben alles zu Hause. Wir sind jetzt mittlerweile auch wieder fast gesund. Wenn ihr seht, rechts, ne, wounded. Thema ist dann erledigt. Morgen geht es dann hier weiter wie folgt. Wir bauen uns morgen. So, eine hätten wir uns eigentlich auch mal bauen können. Brauchst du ein Messer? Ich habe ein Messer. Lass mich mal kurz gucken. Lass uns die mal irgendwo hier im Vorbereich. Wobei ich mich hauptsächlich hier aufhalten möchte. Lass uns die einfach mal hier voll in den Müll reinklemmen. Die braucht ja aber bestimmt auch Starter und so Geschichten, oder? Ignite. Match 1. Light off. Add fuel. Gascan 012. Ich mach mal Add fuel. 4 Stunden. 8 Stunden. Erstmal kurz. Rülpser. Ignite. Ich probier's mal. Jo. Entschuldigung. 8 Ingame-Stunden haben wir jetzt hier Licht mit der Fackel. Ist doch auch schön. Problem ist halt, dass man das Benzin, dass es nicht nachspawnt, das sollte man nicht so verholzen, ne? Jo, aber für die Nacht haben wir hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Licht. Wobei die Dinger ja später auch leuchten. Also Leute, nochmal zurück zum Thema. Morgen geht es hier weiter bei uns. Barrel werden wir uns irgendwann bauen. Wir bauen das Trying Rug. Cooking Pot werden wir bauen morgen. Wir werden bauen... Wo ist es denn, das gute Stück? Hier, Tanning Rack. Werden wir auf jeden Fall bauen. Wir haben auch schon sehr viele Tools, durch das, dass wir viel gefunden haben. Ne? So sieht es dann morgen aus. Dann gehen wir Bären jagen. Müssen wir. Generator, Bett und solche Geschichten. Hier wird es auch nochmal interessant. Da brauchen wir die Schaufel. Ne? Allow you to plant crops in a row. Schaufel bauen, rumprobieren. All die Sachen kommen jetzt. Sobald wir den Bär erledigt haben, sind wir nämlich in der Selbstversorgerschiene drin. So, meine Lieben. So sieht es aktuell aus bei uns. Ist einiges getan. Hat sich viel bewegt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich vielleicht vor der nächsten Runde hier ein bisschen aufräume. Wir haben jetzt 3 Spins. Dann könnte ich mal gucken, wie ich das angehe. Was der Werkzeugkistle, was man halt so braucht nach der Apokalypse. So, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Herzlichen Dank fürs Reinschauen, meine Lieben. War wie immer schönes Ründle mit euch. Nehmen wir den kurz ablegen. Ich will den schön daneben stellen. Jupp. Ganz kleines bisschen mit R ausgleichen. Bisschen vor. Drüben rangepresst. Bisschen hintere. Absetzen. So. Ja, dann kann ich sie doch alle gegen die Wand hängen. Das Beste, was machen kannst eigentlich, oder? Jetzt passt er da genau rein, hast du gesehen? Wobei ich das Gefühl habe, ich sollte einen kleinen Abstand zwischen denen lassen. Die klitschen mir zu sehr. Oder soll das bedeuten, dass er snappt? Irgendwie kann das schon sein, dass dann früher oder später snappt. Guck mal, ich krieg den gar nicht mehr weg hier. Die machen nicht mehr, was sie sollen. Was mache ich? Ich nehme mal mehr Abstand. Der ist noch frei. Der jetzt auch wieder. Ja, dann mache ich lieber ein bisschen Abstand. Ich habe das Gefühl, die sind gerade zusammengeklebt. So, meine Lieben. Kommt gut durch die Woche. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr wieder hier mit dem ersten eigenen Frischwasser. Ich freue mich auf euch. 1 Liter haben wir schon durchgepresst. Bis dann.